zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es von mir den Kleiderschrank-Tag. Das heißt, ich zeige euch so ein bisschen meinen Kleiderschrank und beantworte ein paar Fragen, die eben zu dem Tag gehören. Und ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt einfach ganz viel Spaß bei dem Video habt und dass ihr dran bleibt. Meine Videofrage für dieses Mal ist, was sind eure liebsten Klamottenläden? Also wo kauft ihr am liebsten ein? Weil es kann ja durchaus sein, dass ich bei meinen Shoppingtouren manchmal so ein paar coole Läden vergesse. Deshalb, ja, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Ich habe mich jetzt mal hier nach unten begeben und wir beginnen mit diesem kleinen Teil hier. Und zwar ist das so ein Schuhständer. Und zwar befinden sich hier Schuhe, die ich nur zu bestimmten Anlässen trage, also auf keinen Fall Alltagsschuhe. Alle meine Alltagsschuhe sind unten. Ich glaube, meine liebsten Schuhe von hier sind zum Beispiel diese hier. Das hier ist ein Paar von Tommy Hilfiger und das sind sehr, sehr schöne Sommersandalen. Kommen wir dann hier zu dem zweiten Fach. Und zwar befindet sich hier Schmuck und ein paar Gürtel und ein paar alte Bikinis, die ich nur noch so im Notfall trage. Und in den hinteren ist eigentlich nichts. Und ja, das ist hier zwar auch ein bisschen chaotisch, aber hier habe ich so Ketten, Armbänder, Ohrringe und da habe ich so kleine Ohrringe drin. Und wie gesagt, ein paar Gürtel, die jetzt aber auch nicht wirklich super besonders sind. In diesem Bereich hier habe ich Unterwäsche und meine Socken, deshalb zeige ich das jetzt nicht. Ist auch ehrlich gesagt ein bisschen chaotisch, aber irgendwie gefällt mir so ein kleines Chaos, wenn ihr versteht, was ich meine. Kommen wir jetzt zu der allerersten Frage. Und zwar ist das, ob ich ein Ordnungssystem in meinem Kleiderschrank habe. Und ihr habt ja schon das mit den Schuhen und dem Schmuck gesehen, aber jetzt auf die Kleidung bezogen, muss ich sagen, ja, das habe ich auch. Und zwar hängen jetzt in diesem Bereich alle Klamotten, die ich wirklich liebe und die ich so nach draußen anziehe, also wirklich regelmäßig nach draußen trage. Ja, also sortiert sind sie jetzt minimal. Also hier sind halt weiße Klamotten. Oh, grün. Ja, gut. Weiße Klamotten, dann so beige, rosa, dann blau, grün, dunkelblau, schwarz und bordeauxrot. Das sind wirklich auch so meine liebsten Farben und eigentlich alle Farben, die ich trage. Ich bin kein Fan von extrem knalligen Farben, weil ich einfach finde, dass es mir nicht so gut steht. Außer jetzt zum Beispiel, wo ist das? Tada! Das ist ziemlich knallig, aber das ist, glaube ich, somit das Einzige, was ich habe. So, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite des Kleiderschrankes und hier unten hängen alle meine Kleider, meine langen Cardigans und dann kommen meine Hosen. Und hier sind ein paar Kleiderbügel, die einfach nicht benutzt worden sind. Wenn wir jetzt mal hochgehen, dann sehen wir hier, habe ich alle meine warmen Pullover und das ist wirklich alles, was ich habe. Ich habe noch nichts mehr auf dem Dachboden oder sonst irgendwo. Ich muss sagen, ich trage auch ungern so komplett dicke Sachen, aber da sind halt so hier ein paar, dann noch so ein paar Hemden, ein paar Schlafsachen hängen hier auch, also hier ist so alles Kuddelmuddel. Und dann sind hier zum Beispiel ein paar Sachen, die ich wirklich nur zu Hause trage, also so Gammel-Klamotten. So, und diesen Bereich hier darf ich auch nicht vergessen, und zwar befinden wir uns jetzt hinter meiner Tür. Und zwar habe ich hier zwei Frühlingsjacken schon hingehangen. Eigentlich hängen die im Ankleidezimmer meiner Eltern, aber die habe ich mir jetzt hier hingehangen, weil ich die halt bald tragen werde. Ich glaube, die Jeansjacke, diese kurze, die ist von Only. Und diese Jacke hier ist aus dem H&M, wie voll viele meiner Klamotten. Dann habe ich hier noch so einen Morgenmantel hängen und mein Nachthemd. Dann noch so ein Morgenmantel. Und dann habe ich hier noch so zwei Sachen, und zwar einmal so einen schwarzen Cardigan, ebenfalls aus dem Only. Und den finde ich so richtig, richtig schön, weil der halt hier so Lederimitat hat und hier so normale Ärmel. Dann habe ich hier noch so einen Hoodie, der ist aus dem Hunkemöller und den habe ich im Ausverkauf gekauft. Also ich habe dafür, glaube ich, nur 6 Euro bezahlt. Mega wenig, und den trage ich halt super, super gerne zu Hause. Und dann hängt hier noch meine Cap und das ist so mit die einzige... Ich glaube, das ist die einzige Cap, die ich habe. Und die habe ich in New York gekauft und ich finde die super, super geil. Und ja. Dann lautet zum Beispiel die nächste Frage, ob es Sachen in meinem Schrank gibt, die ich wirklich noch nie getragen habe. Und es gibt tatsächlich nur eine Sache in meinem Schrank und ich bin sehr traurig darüber, dass ich sie nicht getragen habe. Ich habe sie euch auch schon mal in einem Haul gezeigt, und zwar ist es mein Weihnachtspulli. Ich hatte ihn wirklich kein einziges Mal an letztes Jahr, obwohl ich mich so darauf gefreut hatte. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das nicht einfach der süßeste Pullover, den es gibt. Aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen und ja,
Ich hatte ihn noch nie an. Dann ist zum Beispiel die nächste Frage, welche meine neuesten Errungenschaften sind. Und da sind zwei T-Shirts aus dem Primark. Ein T-Shirt hatte ich in meinem letzten Video an. Hacks gegen Langeweile. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und das andere T-Shirt ist dieses hier. Das ist so super locker geschnitten und ist ein Hogwarts-T-Shirt. Und ich finde das so, so cool. Mir gefällt halt die Farbe und der Mix von Rot und Weiß. Und ja, ich glaube, das hier hat nur 8 Euro gekostet. Und das mit dem Einhorn, beziehungsweise dem Hunde-Einhorn, hat nur 5 Euro gekostet. Dann ist die nächste Frage, was meine liebsten Kleidungsstücke sind. Und ich kann mich nicht so richtig entscheiden, aber ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar. Und zwar wäre es einmal dieses Hemd. Es sieht zwar jetzt ein bisschen schwabbelig aus, aber ich bin ja auch ein bisschen kräftiger. Deshalb ist es einfach perfekt für meine Figur. Und es ist so, so schön. Immer wenn ich dieses Hemd trage, sagt mir wirklich mindestens eine Person, dass es hübsch aussieht oder ich werde gefragt, woher es ist. Und es ist aus dem H&M und hat, glaube ich, so 25 Euro gekostet. Ich finde es wirklich sehr, sehr hübsch. Dann ein anderes Stück und zwar ist es dieser Kimono-artige Cardigan. Der ist aus dem New Look und ich liebe ihn. Ich finde, er sieht so, so hübsch aus und fällt sehr schön und er ist dunkelblau und ich denke, einige von euch wissen ja, dass das meine Lieblingskleidungsfarbe ist. Das Coole an dem ist, der hat halt hier so Fransen, aber das ist gleichzeitig auch das Uncoole, denn man bleibt mit diesen Fransen voll oft an Sachen hängen und es ist echt schwer, damit auf Toilette zu gehen. Aber man kann ihn auch ausziehen. Und dann zeige ich euch jetzt noch ein Oberteil und zwar ist es dieses hier. Nach diesem Oberteil wurde ich wirklich sehr, sehr häufig gefragt, weil ich habe das, ich glaube vor 2 Videos habe ich das im Video getragen und auch ein Foto damit auf Instagram hochgeladen und wurde wirklich sehr oft gefragt, woher das denn ist. Und zwar ist es halt hier so ein Oberteil oder eine Bluse und sie hat eben so ausgeschnittene Schultern. Und diese Bluse habe ich tatsächlich bei H&M gekauft, jedoch ist das schon 2 Jahre her und ich habe so etwas Ähnliches noch nicht dort gesehen, aber kann auch einfach sein, dass ich nicht drauf geachtet habe. Und dann ist die allerletzte Frage, welches das peinlichste Kleidungsstück ist. Und ich muss sagen, ich habe jetzt kein Kleidungsstück, wo ich wirklich so sage, oh Gott, weil ich misste regelmäßig aus. Ich habe jetzt sogar noch vor 2 Tagen so viele Klamotten entsorgt, die ich einfach nicht mehr gut fand. Aber ich habe halt ein Karnevalskostüm, was mir meine Mama damals zur Mottowoche im Abitur selbst gemacht hat. Und zwar kommt's jetzt. Und zwar ist es das hier. Das ist nämlich ein Glücksbärchen-Kostüm und ich muss sagen, ich finde es eigentlich nicht peinlich, sondern eher total süß, aber natürlich will ich damit jetzt nicht auf die Straße gehen. Deshalb war das so das einzigartigste bzw. peinlichste in meinem Kleiderschrank. Und das sieht so aus, also es ist so ein riesiger Onesie, den meine Mama halt wie gesagt selber gemacht hat. Und ich war der Teile-Gern-Bärchi, also der Share-Bär, deshalb habe ich hier so 2 Lollis auf meinem Bauch. Und natürlich habe ich auch noch einen Schwanz. Und ich glaube, an dieser Stelle beende ich jetzt das Video. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, vergesst nicht, mir meine Videofrage zu beantworten, was eure liebsten Läden sind, wenn ihr shoppen geht. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Lust habt auf mehr Videos von mir, dann blende ich sie euch hier um mich herum ein, wie immer. Und ich freue mich jetzt einfach auf eure Kommentare und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!